Der Taycan ist das erste vollelektrische Fahrzeug unserer Marke und ist aus zwei Gründen, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns als Marke und für uns als Unternehmen. Zum einen mussten wir mit dem Taycan zeigen, dass wir als Firma auch einen vollelektrischen Sportwagen können, dass wir ein vollelektrisches Fahrzeug entwickeln können, das typisch Porsche ist, das aussieht wie ein Porsche, das fährt wie ein Porsche und das riecht wie ein Porsche, das die Qualität eines Porsches hat, das ein Porsche-Design hat. Also einfach ein Porsche mit einem vollelektrischen Antrieb. Grund Nummer zwei ist zu sagen, Elektromobilität, Elektrifizierung ist was, was zu unserer Marke passt. Zum ersten Mal gefahren bin ich, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 2016. Da hatten wir noch Panamera-Karossen genommen, mehr oder weniger, und so zurechtgeschnitten, dass der erste Schuss des Antriebsstrangs vom Taycan, das heißt Batterie und elektrische Antriebe in einem modifizierten Panamera-Karosse gefahren werden konnten. Das erste Mal in der Baustufe, dann Anfang 2017, ist was anderes. Das war dann quasi ein echtes Taycan-Fahrzeug. Da war, ist meine, eigentlich meine erste Erinnerung von den ersten wenigen Metern, die wir gefahren sind. Man setzt sich in das Auto rein, man merkt sofort, dass quasi die Ergonomie, der Fahrerplatz passt, funktioniert, markentypisch sind, und beim ersten Losfahren, bei den ersten Kurven, merkst du sofort, das Konzept funktioniert. Für mich persönlich bedeutet der Taycan natürlich zum einen, zum ersten Mal extrem viel Arbeit in den letzten 5 Jahren. Das war eine Riesenherausforderung für mich persönlich, aber auch für uns als gesamte Firma natürlich. Auf der anderen Seite war es eine Riesenfreude und auch eine Ehre und auch viel, viel Spaß. Die grundsätzliche Entwicklung eines Elektrofahrzeugs ähnelt dem eines konventionellen Fahrzeugs oder eines Plug-in-Hybrids extrem stark. Ein wesentlicher zusätzlicher Punkt war, dass wir parallel zur Fahrzeugentwicklung auch uns massiv um Ladethemen kümmern mussten. Das heißt, sicherstellen, dass Infrastruktur mit Fahrzeug spricht, dass Fahrzeug mit Infrastruktur spricht, dass der Ladevorgang an sich funktioniert. Definitiv ein Spezifikum eines E-Fahrzeugs. Wir haben im Taycan extrem kompetentes, leistungsfähiges Rekuperationssystem. Wir schaffen es über die Bremse bis zu 265 kW zu rekuperieren. Bedeutet im Alltag, dass deutlich über 85% der Bremsvorgänge rein rekuperativ ablaufen. Das heißt, sind jeweils Bremsvorgänge, bei denen Sie Energie aufsammeln. Erst bei den restlichen ca. 10% der Bremsungen ist wirklich die echte Reibbremse am Start. Ich persönlich war jetzt in den letzten gut 1,5 Jahren, seit wirklich die Vorsehen unterwegs sind, mit meiner Familie im Alltag unterwegs und habe eigentlich das, was ich immer gedacht habe, was ich für mich lernen wollte, lernen musste, funktioniert es für mich und für uns privat, von Stuttgart nach Hamburg zu fahren. Taugt das oder taugt das nicht? Das haben wir alles hinter uns. Das Ergebnis ist positiv. Ich habe jetzt einen Taycan-Dienstwagen seit gut 2 Monaten und ich bin glücklich und meine Familie ist auch, und das ist das Wichtigste. Wir haben, was den Taycan angeht, natürlich noch einige Pfeile im Köcher. Extrem gute Ideen, um die Taycan-Geschichte zu erweitern. Ist aber zu früh, um konkret darüber zu sprechen.